Die private Krankenversicherung wird im Jahr 2020 teurer. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuelle Nachrichten belegen es, die monatlichen Prämien für die privaten Kranken- und Pflegeversicherungen werden im Jahr 2020 wieder steigen. Und zwar wird mit einem Preisanstieg im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Betroffen sollen wohl ungefähr die Hälfte aller privaten Krankenversicherten sein, die also einen Versicherungsvertrag mit einer privaten Krankenversicherung haben. Es können aber auch für einzelne Versicherte oder es kann auch für einzelne Versicherte auch deutlich teurer werden. Bis zu 100 Euro monatlich mehr wird da wohl gerechnet. Grund für den Preisanstieg ist zum einen die gestiegenen Kosten für den medizinischen Fortschritt und auch die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt. Gerne behauptet die private Krankenversicherungswirtschaft, dass ja der Preisanstieg nicht ganz so schlimm ist, weil ja auch in der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2020 mit einem Preisanstieg bei den Beiträgen zu rechnen ist. Und zwar deshalb, weil sich in der privaten Krankenversicherung ja die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2020 auch wieder erhöht. Da muss man aber der privaten Krankenversicherung mal entgegenhalten und sagen, sie ist eine private Krankenversicherung und das System der privaten Krankenversicherung und auch die Kalkulierung ihrer Preise haben bitteschön nichts mit den Prämien oder Beiträgen in der gesetzlichen Krankenversicherung zu tun. In einem aktuellen Fallbeispiel eines bei uns bestehenden Mandatsverhältnisses hat uns unser Mandant mitgeteilt, dass er ab dem Jahr 2020 30 Euro mehr monatlich zahlen muss. Das heißt also im Jahr 360 Euro. Damit wird sozusagen die Rentenerhöhung zum 1.7.2019 ab dem 1. Januar bei ihm völlig aufgefressen, und zwar durch die Erhöhung dieser monatlichen Prämien. Da ist unser Mandant ganz schön bedient. Und deshalb ist es auch kein Wunder, warum viele Versicherte versuchen, aus der PKV zu flüchten und in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Nutzen Sie deshalb unser Beratungsangebot zum Wechsel von der PKV in die GKV über krankenkasse-wechsel-dich.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.